Herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Torchlight 2 im Together. Hallöchen. Unsere Pets spielen gleich miteinander. Wäre toll, wenn sie das tun würden. So, welche Stufe sind wir jetzt? Stufe 6, ne? Ja, wir dürfen Stufe 6 sein und können damit in die Steppe. Ja, wir hätten ja auch vorher schon reingekonnt. Das wäre nur ein bisschen schwieriger geworden. Tja, weil wenn man ja vorher einen Dungeon machen kann, warum nicht? Wir haben ja allerlei gute Ausrüstung dort bekommen. Oh ja. Und die zwei Level haben bestimmt nicht wehgetan. Level tun nie weh. Sei denn, man macht sich zu leicht. Ja, man könnte ja rein theoretisch in manchen Gebieten so, was weiß ich, 20, 30 Level vorausleveln. Ja, und dann wird das Spiel doch ein bisschen langweilig. Ein ganz kleines bisschen. Na, das dauert jetzt aber, weil er sich gerade voll geladen hat. Er muss es wohl noch generieren. Ja, bei mir dauert es aber auch jetzt gerade ein bisschen länger. Ist wohl ein großes Gebiet. Krallenwaffen sind schnell, treffen jedoch keine benachbarten Monster. Hämmer sind meist langsamer, sie können die Angriffe und Fähigkeiten von Monstern unterbrechen. Äxte richten beständig viel Schaden an. Stangenwaffen haben eine besonders große Reichweite. Moment, bei mir steht gerade was von unverteilter Attributspunkte. Ich glaube, ich muss die noch bestätigen. Ich glaube, das habe ich vergessen. Ja. Wenn das im, Ladebildschirm angezeigt wird, dann hast du die Attributspunkte noch nicht verteilt. Oh, der dauert ja gerade ewig. Gut, dann warte ich noch gerade eben. Ja, also, bei mir braucht er gerade. Ist mir das Spiel jetzt abgestürzt? Ich hoffe doch mal nicht. Nee, ich denke nicht. Das wird einfach dort nur ein paar Minuten. Ja, der muss wohl einiges gerade generieren. Ah, da bin ich endlich. Gut. So, guck ich mal an die Fähigkeiten. Er sieht bei mir, steht aber Fähigkeitspunkte 0. Die müssten eigentlich alle verteilt sein. Ja, aber links Attributspunkte beim Charakter. C. Ach so, ich habe noch Attributspunkte. Ach so, die kann ich auch noch verteilen. Muss man immer an beides denken, Attributspunkte und die Fähigkeitspunkte. Geschick, Fokus, Vitalität habe ich hier. Und Waffenschaden. Tja, was mache ich denn? Vitalität habe ich eher wenig. Ich glaube, das liegt eher auf Geschick und Fokus, mein Charakter. Na, dann wähle ich mal ein paar Geschicklichkeitspunkte. Ein paar Fokuspunkte. Ja, und ein bisschen was aushalten sollten wir auch. Und das letzte ist mehr Schaden. Gut, jetzt sind sie verteilt. So, da liegt bereits Gold herum. Hat mich angegriffen, als ich erschienen bin. So, Wegpunktportal ist dort vorne, das heißt, wir können auch jederzeit zu diesem Wegpunkt zurückkehren. Okay, ach, dafür sind die Wegpunktrollen? Ja. Genau. Kann sich übrigens mit, glaube ich, mit einem Wegpunkt-Portal-Rolle kann man sich auch jederzeit zum Verbündeten teleportieren. Wie praktisch. Das heißt, wenn man zum Beispiel mit jemandem zusammenspielt, der da mal allein spielt, genau, dann man ganz woanders ist, dann kann man sich mit dieser Rolle direkt zu ihm porten. Muss genau man nicht das. Zu ihm laufen. Jupp. Ist halt praktisch, wenn man gefühlt da man am Ende der Welt dann gerade ist. Nun, die Welt ist bestimmt nicht klein. Ich glaube nicht. Sind lauter Bären fallen. Und Bestienbauer entdeckt. Verlasse die Bestienbauer. Warum? Ich habe keine Ahnung. Gibt so lauter Zeug zum Töten. Da ist noch einer. Vielversprechendes Angelloch. 6 Versuche verbleiben. Das scheint ein besseres Angelloch zu sein hier. Sieht so aus. Nein, nichts gefangen. Ich probiere es auch mal. Der Kreis schließt sich. Oh, der pulsiert gerade. Ah, jetzt. Ich hab was. Ein Schakalbarsch. Ich hab auch was. Netzfisch. Er wird in einen Schakal verwandelt, war ja irgendwie auch klar. Ah, ich kann auch nochmal drin angeln. Wieder etwas. Noch ein Netzfisch. Noch mehr Spinnen. Ich habe einen. Ein Forellenbarsch. Verwandelt mein Begleiter eine Forelle oder was? Ich habe keine Ahnung. Nix. Nein, nichts. Letzter Versuch. Ich habe noch 3 Versuche. Und ich habe einen Fisch. Ein Knochenfisch. Bin ich gleich mal gespannt, was die alle machen. Wird bestimmt zum Skelett. Können wir eigentlich gleich mal ausprobieren, die Dinger. So,
Körperschein? Nein. Ich kann 3 Fische gefangen. So, also, ich habe noch einen Forellenbarsch. Er wird in einen Imitator verwandelt. Also ich habe meinem Pet jetzt gerade mal in das komische Maulwurfsbiest verwandelt für 5 Minuten. Oh ja. Verwandlung in Torso 5 Minuten ist der Knochenfisch. Ich werde mal den Netzfisch benutzen. Muss ich das einfach nur zum Begleiter ziehen oder? Einfach rechtsklicken. Ah, rechtsklick. So, jetzt ist meine Eule zu der widerlichen Spinne geworden. Ah, wie ekelhaft. Eigentlich habe ich nichts gegen Spinnen. Bei der Größe sind sie mir auch unangenehm. Ach, die sieht recht ulkig aus. Unten ist eine Truhe. Ja, eine verschlossene goldene. Müssen wir einen Schlüssel finden. Ja. Finden wir bestimmt hier irgendwo. So, jetzt können wir die neuen Pets in Aktion sehen, bis sie sich zurückverwandeln. Aber hier ist noch eine normale Truhe auch. Boah, mit einem verfluchten Schwert. Verfluchtes Schwert? Ja, ein verfluchtes Schwert hatte mich angegriffen. Mana-Trank. Jetzt sind eigentlich alle Klassen Mana als Attribut. Uff, da fragst du mich gerade was. Und ich bin tatsächlich überfragt. Es könnte sein, dass der Berserker das nicht benutzt, sondern so eine Art Wut hat auch wieder. Ich kann ja auch mal selbst gucken. Weil meistens oh, hat er kein wieder. Mana. Ah, oh, ich merk's gerade, der haut ordentlich zu. Abstand gewinnen. Ich habe Ruhm bekommen. Ein Großhammer, nicht identifiziert. So. Hä, wieso laufe ich so weit weg? Was ist eine Truhe? Schrein der Meisterschaft. Der Fähigkeiten. Meisterschaft. Was macht der? Keine Ahnung. Ich will mal rein. Jetzt haben wir einen Buff bekommen. Jetzt ein Buff. Das zum 2 Minuten lang. Das hat dir minus 25% Mana-Kosten. Nett. Ja, jetzt ist mein Mana alle. Kriegsführer. So, da hinten gab es noch eine Truhe. Ja. Oh, so viel Gold. Oh, ein geheimnisvoller Ring. Golden, nicht identifiziert. Ich guck grad, ich habe einen Sturmreißzahnring der Weisheit. 1%ige Chance auf Wirken von Herbeirufung des Schädels, wenn ihr getroffen werdet. Was auch immer diese Herbeirufung des Schädels ist, ich werde auf jeden Fall den Ring austauschen. Ja, ich sehe hier gerade, der Sturmreißzahnring der Weisheit braucht Stufe 9 oder Fokus 16. Ich habe jetzt zwar eine Stufe 9, aber über 16 Fokus, das heißt, ich kann ihn schon einsetzen. Ich habe einen schlagenden Drachenstab, der ist auch besser als mein jetziger Stab. Ich habe nur keine Sockel momentan. Was ich hier auch noch habe, ist ein geheimnisvoller Bogen. Den habe ich aber, kann ich noch nicht identifizieren. Müsstest ein paar Identifizierungsschrift holen, müsstest du eigentlich von Anfang an haben. Ach so, Moment, da steht was. Gegenstand identifizieren mit Umschaltklick übertragen. Oder einfach mal einmal Rechtsklick drauf, dann müsstest du. Einmal Rechtsklick. Ah ja, jetzt ist der Boden da. Ui, der ist ja viel, viel besser als die Büchse, die ich gerade habe. Aber ich kann den doch nicht einsetzen. Weil Level zu niedrig? Ja. Welches Level ist der denn? Auf Level 10 darf ich ihn einsetzen. Oder wenn ich 44 geschickt habe. Wie viel hast du? 25, glaube ich. Na dann. Das ist, glaube ich, eher Level 10. Schneller. Ja. Wieder so eine Bärenfalle. Oh, also es ist dermaßen heiß im Moment. Ich bin richtig am Schwitzen. Es geht jetzt gerade. Ich muss jetzt zwar gerade das Fenster schließen. Mit offenem Fenster ist es eigentlich noch angenehmer. Ich muss halt Fenster schließen, weil draußen wo uns irgendwie Schützenumzüge sind. Ja. Und man die Musik dann, des Schützenumzugs dann vielleicht hier im Let's Play hören könnte. Okay, das wäre nicht so toll. Aber wir wohnen wirklich ziemlich abseits. Die Feste sind nicht bei uns. Aber beim CCC macht halt immer ordentlich Hitze. Ja, das eigentliche Fest ist auch nicht bei uns, aber der ganze Umzug läuft halt auch hier mit durch. Na, der Umzug würde bei uns nicht vorbeikommen, weil wir sind wirklich echt außerhalb. Wir haben die Bestienmauer betreten. Oh. Was auch immer wir hier wollen. Ich erinnere mich nicht daran, dass wir dort was tun sollten. Ja, wir müssen hier insgesamt. Wir sind ja schon mal. Verlasse die Bestienmauer. Wir sind ja hier jetzt schon mal in der richtigen Zone. Deshalb, jetzt sieht man auch, warum der so viel laden musste. So groß wie das jetzt gerade hier schon ist. Ja, das ist eine Riesenzone. Nee, auf jeden Fall müssen wir jetzt hier insgesamt noch für 2 Quests was machen, ne? Ach ja, stimmt, wir hatten was angenommen. Ah ja, ich sehe sie, aktive Quests. Ohohoho! Da ist wieder so ein dicker.
Ich glaube, dort oben ist noch ein Champion. Oder? Nee, doch nicht. Stenbrunnen ist er, Elfenschmied, Verzauberblitzstreitkolben steht hier, nicht Elfenschmied, Elfenschmied. Tatsächlich. Also doch ein Boss. Stufenaufstieg. Stufe 7. Oh, ich bin noch nicht aufgestiegen. Nicht? Nö. Und noch ein Boss. Ja doch, ich bin doch aufgestiegen, ich hab's nicht gesehen. Aber nach dem Boss bist du dann gestern spätestens aufgestiegen. Oh, der hat mir eben ganz schön was reingehauen. Ich bin jetzt kaum bekannt. Rüstungszeichnungen. Hier sind die Rüstungszeichnungen, die wir brauchten. Ah. So. Eben kurz leveln. So, ich werde wieder das Schnellfeuer. Nee, kann ich jetzt nicht kleben, nochmal erhöhen. Jetzt das nächste Mal gucke ich mir mal den nächsten an. Ich gucke mir beim nächsten Mal die nächsten an. Ich gucke jetzt auch mal kurz drüber. Streitkolben, der die Energie eurer Waffen verbündet, Gegner in einem Umkreis von 5 Meter betäubt sie und anzündet. Magma-Streitkolben erzeugt keine Aufladung. Elementare Abstimmung. Der Blutsteinmagier ist präzise auf die Element abgestimmt, was nahe Gegner mit Elementareffekten belegt und die Dauer aller Elementareffekte verlängert. Ich habe ein neues Gewehr, sehe ich gerade. Das werde ich gleich mal benutzen. Hagelsturm, ihr ruft Eissplitter vom Himmel herab, die eure Feinde im Umkreis von 15 Meter treffen. Hagelsturm erzeugt keine Aufladung. Gefrorenes Schicksal. Wenn ihr einen Gegner tötet, habt ihr die Chance, bis zu 4 weitere Gegner im Umkreis von 7 Metern einzufrieren. Boah, das sind alles so geniale Zauber. Ja, da weiß man gar nicht, was man nehmen soll. Ah, ich kann auch näher scrollen. Aber da gibt's keine Übersicht, da kann der Charakter besser sehen. Ich glaube, ich werde mal den Hagelsturm machen, damit wir mal ein paar unterschiedliche Fähigkeiten sehen und nicht immer nur mein Feuerchen. Tja, irgendwann wird man eine breite Palette haben. Bretter? Ja, da waren ein paar Bretter. Und einfach mal kaputt machen. Oh, hoppla, ich bin in die Bärenfalle gerannt. Hagelsturm. Sieht schon ziemlich cool aus. Ja. Ich kann halt nur nicht aussuchen, wo der hinkommt. Ah, da sind wieder die Kriegsbestien. Das heißt, der geht von selbst, der Hagelsturm. Ja genau, trifft alles um mich herum halt. Wenn ich zum Beispiel gut eingekesselt bin, dann kann ich mich damit vielleicht ein bisschen befreien. Hat aber auch 3 Sekunden Cooldown. Das geht ja noch 3 Sekunden. So. Also die Musik ist ziemlich gut gemacht in dem Spiel. Fängt die Atmosphäre gut ein. Ich habe auch mal mir den ganzen Soundtrack habe ich mir auch runtergeladen. Den darf ich mir ja downloaden, wenn man das Spiel hat. Ach, wie cool. Goldener Schlüssel, da war der goldene Schlüssel. Gut, dann müssen wir nur noch die Truhe wiederfinden. Die war irgendwo da hinten. Von wo kamen wir nochmal? Ja, ist auf der Karte rechts oben zu sehen, wo die Truhe ist. Ach, wenn ich getrickt halte, kann ich den Charakter die ganze Zeit laufen lassen. Ja. Dann sieht es jetzt so abgehackt aus. Aha, da ist sie. Zack. Jede Menge Gold. Ach so, da ist was runtergefallen. Hier geblieben, da ist, oben ist noch was. Hier gibt's noch rein. Hier gab's einen Sockel. Ich hatte doch, glaube ich, was. Ja, ich habe auch ein bisschen was zum Sockeln. Lutsch. Irgendwo hatte ich noch genau dieser Ring. Plus 7 Giftschaden. Ich meine, ich mache momentan keinen Giftschaden, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Mhm. So, 6 Minuten haben wir noch. Tja, da können wir noch ein paar Meterchen hier zurücklegen. Innerhalb. Naja, wenn es ein amerikanisches Spiel ist. Nein, bitte nicht, ich will das metrische System. Bei mir hat es gerade ein bisschen geruckelt. Das erste Mal. Das war's gut. Kriegsführer. Da unten ist noch was. Oh je, ist alles voller Gegner. Aha. Muss auch den richtigen Knopf drücken, wenn man einen Skill benutzen möchte. Ich wollte gerade die ganze Zeit den Hagelsturm benutzen mit der 3 auf der Tastatur. Das drücke ich E und merke es natürlich nicht. Ja. Das passiert mir eher weniger, weil bei meiner Arbeit geht es darum, mit den Fingern tippen zu müssen und ich kann das alles völlig blind. Aber mit dem Hagelsturm macht man guten AOE-Damage, merke ich so gerade. Was ist da? Hier passt die Feuersohle.
glaube ich, langsam so knapp für dich. Ach was. Oder hast du dich geheilt? Ich habe einen Trank genommen. Das bekommen wir ja gut hinterhergeschmissen. Noch. Ich hab gedacht, ich spiele kein World of Warcraft mehr. Und wieso sind hier plötzlich Furlwalks? Ich mach lieber mal das Schnellfeuer in die Gegend, bis mein Mana leer ist. Das war's. Ja, ich weiß, dass ich keinen Mana mehr habe, darauf musst du mich nicht hinweisen. Da ist ja doch einer. So. Jetzt habe ich jedenfalls jede Menge Heiltränke. Hier ist ja gar nichts. Nee, hier waren wir auch schon mal. Achso, wir haben schon alles erledigt. Was, wir haben... Ich hab noch nicht... Hoppla, ich hab meine arme Eule in die Bärenfalle gelockt, obwohl sie fliegt. Nee, wir haben noch nicht alles fertig. Uns fehlt noch, der Tempel. Hier in der Tempelsteppe. Den müssen wir noch finden. Na, der wird schon irgendwo sein. Da kommt was an. Ach, die Dinge sind wieder was. Da. Stufe 8 erreicht. Was, du bist schon Stufe 8? Ja, irgendwie bin ich schon Stufe 8 geworden. Wieso levelst du so schnell? Keine Ahnung. So, ist alles weg. Da ist immer noch einer. Jetzt kann ich nicht meine Fähigkeiten auswählen. Ich wollte jetzt auch mal eine neue auswählen. So, was haben wir denn? Ein Fesselschuss. Dann haben wir noch einen Runensprung. Ich habe den Schattenschuss gewählt. Der macht Folgendes. Er verflucht eure Munition, die sich dadurch beim Aufbau dann drei kleine zielsuchende Splitter aufspaltet. Mhm. Noch ein paar. Ich könnte jetzt mal die neue Fähigkeit demonstrieren. Schade, kein Ziel gehabt. Da haben wir noch einen dicken. Auch natürlich, von da oben kann man ja angreifen. Ja, muss man als Fernkämpfer sowas nutzen. Das ist toll an Fernkämpfern. Ja, das muss man auch ausnutzen, sonst ist man ganz schnell tot. Wenn man halt keinen Tank dabei hat. Ich nehme an, wenn man dann zusammenspielt, werden auch die Gegner immer stärker, je nachdem wie viele Spieler da sind. Genau. Wie viele können denn eigentlich in eine Partie rein übers Internet? Bis zu 6 Stück. Oh, ganz schön viele. Es gibt sogar Mods, die erhöhen das, glaube ich, auf 8. Das Limit. Das ist bestimmt ein riesiges Chaos dann. Ich weiß nicht, ob aber bis zu 8 auch alles mit angepasst wird in der Schwierigkeit. Das kann dann noch anders sein. Oh, hier ist der Quelltempel, den wir brauchen. Das passt ja, denn mein Handy zeigt mir an, dass wir nur noch eine Minute haben. Ja, dann ist es wirklich weh. Boah, wie haben wir auch ein Timing drauf? Ja. Okay, dann wünschen wir euch alles Gute bis zur nächsten Folge. Ja, das wünsche ich euch auch. Und ich hoffe, ihr verfolgt uns und habt so Spaß dabei wie wir mit dem Spiel. Ciao, ciao. Tschüssi.